Hier habe ich mal wieder ein kleines markiertes. Schaut. Hier. Niedlich. Opala, hui. Da fällt es gleich raus. Warte. Ja, was haben wir hier? Weihnachtsnailart. In zwei verschiedenen Farben. Einmal Silber. Mit weiß, weiß-silbernen Sternen. Und echt klasse holographischen Glitzerpuder. Guckt euch das an. Funkelt und glitzert. Dem ist aber nicht genug. Nein. Das musste auch gleich in Rot nochmal sein. Boah. Himmel. Ist das genial. Seht ihr das? Da kann ich mir ja jede Woche neue Nägel mit neuen Motiven machen. Bei der super Auswahl. Echt, ich mag ja solche Glitzer gerne. Hab mir sogar letztes Jahr mal welche gekauft. In Gold. Von daher passt das wunderbar. Nee. Modellage-Schablonen. Von ISR. Schwarz-Gold. Kenne ich noch gar nicht. Habe ich auch so bis jetzt noch nicht gesehen, von daher. Und das ist eine Menge hier. Schaut es euch an. Und da sind ja nicht nur zwei drauf, ne? Das sind ja pro, ich sag's jetzt mal so, ja, wartet, ja, muss man so machen. So. Es sind ja drei pro Blatt, definitiv. Tolle Sache, freut mich, dass ich die ausprobieren darf. Gefallen mir auch optisch sehr, sehr gut. Dann Schwämmchen. Das sind so normale Kosmetikschwämmchen. Die habe ich auch und bin sehr zufrieden mit dieser Art von Schwamm. Ich benutze die zwar nicht zum Schminken, aber um ja jetzt so Nailart auftupfen oder Farbverläufe tupfen, dafür sind die besonders gut geeignet. Also kann man nie was verkehrt machen damit. Dankeschön. Ah ja, jetzt habe ich bald langsam keinen Platz mehr auf dem Tisch. Ich möchte ja auch dann alles schön präsentieren. Dein Brief liegt jetzt leider ganz unten drunter, aber ich habe ihn euch ja vorgelesen. Das lege ich mir beiseite. Wir sind aber immer noch nicht am Ende. Sehr schön, das hole ich mal raus. Selbstklebende Nagelsticker in Weiß mit Glitzer. Und zwar wunderschöne Blumenmotive, die glitzern und funkeln in den verschiedenen Regenbogenfarben. Hier wunderschön. Habe ich ein kleines Kärtchen mit viel Spaß. Ich hole mir kurz mal eine Schere, Moment. Ja. Oh! Na? Schaut mal. Airbrush-Schablonen. Oh, ihr seht es gar nicht, Entschuldigung. Ich schaue ganz fasziniert aufs Motiv. Und zwar Schriftzug Merry Christmas und Wintertime. Und nochmal. Airbrush Nail Art Silvester, Happy New Year und ein vierblättriges Kleeblatt. Ganz klasse, echt. Ich habe nämlich nur einmal Airbrush Wintermotive. Ganz, ganz großes, dickes Dankeschön dafür. Ich bin wirklich schon am Ende von meiner Kapazität am Tisch angelangt. Ich bin noch nicht fertig. Oh mein Gott. Ich hole jetzt mal hier. Damit hast du mir eine besonders große Freude gemacht, weil mein Bezugsshop hat ja leider zugemacht. Von daher ganz, ganz dickes Dankeschön. Ich brauche sie nämlich wirklich dringend. Weil ich mache Weihnachten. Ach nee, ich verrate erstmal nichts. Ich bin erstmal stille. Dann
von ISR Nailcare Tippkleber. Oh ja, ich und Tippkleber, ja, das ist so meine Odyssee hinter mir, kann ich dir sagen. Aber super, vielen lieben Dank, kenne ich noch nicht. Kann ich also nichts zu sagen, aber wird definitiv probiert. Und als wenn du es geahnt hättest, na, wie gesagt, du musst hier irgendwo irgendeine Kamera oder so haben. Dieses Dotting-Tool von Essence. Ich habe ja in meiner Heimat, und ihr wisst, viele von euch wissen, wo ich wohne. Ich wohne im Sachsenländle und ja, VW-Werk Zwickau. Dort in der Nähe habe ich meine Heimat. Da gibt es einen Rossmann in meiner Stadt. Und ich bin bestimmt 3, 4, 5 Monate um dieses Dotting-Tool so richtig Kreise gezogen. Brauchst du es nicht? Ach, sieht ja schön aus. Aber ach Mensch, du hast ja eigentlich schon. Aber aussehen tut es trotzdem klasse, ne? Ja, die Vernunft hat dann leider Gottes gesiegt und hat gesagt, ne, du hast so viel Dotting-Tools, du brauchst eigentlich gar nicht. Und reinster Gott, als ich dann wieder im Rossmann war, schaue ich ins Regal und der war ausverkauft. Da habe ich mich, Leute, wisst ihr, da habe ich mich echt geärgert. Und jetzt habe ich ihn, Dankeschön. Herrlich. Ich mag die Marke Essence sehr gern. Ich habe auch echt, ja, etliche Nagellacke von der Firma Essence. Wenn ich euch meine Nagellacksammlung mal zeigen soll, mache ich das gerne. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und, also Leute, das sieht ja nur wirklich echt edel aus, ne? Macht was her, wenn man den in der Hand hat. Da ist schön leicht, ist handlich, da ist nicht so grobig, Heidewitzka, so klobig groß, sondern filigran, hat auch eine sehr feine, dünne Spitze. Ich hoffe, ihr seht die hier ein bisschen, jawohl. Und eine etwas größere Kugel. Vielen lieben Dank. Ist echt, ja, mal wieder genau das Richtige. Bis jetzt alles. Also ich habe noch nichts gefunden. Ich habe hier noch was liegen. Und da muss ich dich wirklich fragen, ob du hier, naja, ich will dich jetzt nicht verprellen, um Gottes Willen. Aber Schätzelein, das ist ein Pinsel von ISR Nailcare. Und das ist ein echt klasse Pinsel, so wie ich das sehe. Das ist nämlich ein sehr feiner Pinsel, ein dünner Pinsel. Und in meiner absoluten Lieblingsfarbe, Blau. Er liegt sehr gut in der Hand. Und, oh, es ist noch ein Steckpinsel. Achtung. Wow. Na. Oh, weiß ich gar nicht. Oh, herrlich. Vielen, vielen Dank. Der ist echt spitze. Und von der... Er ist ein... damit kann man schön dünn und schmal arbeiten. Sehr, sehr klasse. Danke, 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 danke. Oh, ich versuche den aber jetzt wieder ordnungsgemäß einzupacken. Oh mein Gott, und wir sind immer noch nicht am Ende. Ah. Ja, ich bin hier hin und weg und habe jetzt Diamonds. Oh, Girls Best Friend. Schaut euch die Steinchen an. Ich liebe ja solche irisierenden Steine. Also die sind echt mein Favorit. Und hier habe ich wieder viele, viele, viele. Dankeschön. Liebe Jutta, du weißt ja, was du eingepackt hast, ne? Und du weißt jetzt, was da liegt. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Ich habe jetzt noch zwei Sachen hier. Werde dafür eine Schere bemühen. Die habe ich Gott sei Dank hier liegen. Oh! Na, oi! Sorry für den Ausdruck, aber das Oi ist bei uns, bei mir, einfach so, wow.
aus dem einfachen Grund, weil ich noch nicht und zwar ist das die Probe DX24. Aber guckt euch mal die Farben an. Boah, ich würde mal sagen Konfetti-Glitter. Aber was für eine geile Farbe. Weiß, schwarz, silber, rotbraun, Neon, grün, gelb, gelb würde ich eher sagen, Neongelb. Also das ist ein richtig gutes Glitzer für Fasching, ne? Ich gehe zwar nicht, aber ich habe Freundinnen. Ja, und hier haben wir noch, Moment, hier haben wir noch ein, Leute, seht ihr das? Oh, das ist von Glitter und Pigment. Ich kann leider die obere Bezeichnung nicht lesen, aber das ist ein MX195 Purple Rain. Ja. Den Name hat's zu. Und das ist voll, Leute, das ist echt bis zum Rand. Ich habe Angst, das aufzumachen. Oh mein Gott. Oh. Ist ja Wahnsinn. Verschieden, ich mache das wieder zu, das changiert ja auch so schön. Verschieden große, kleine Glitzerpartikel in den geilsten Farben ever. Wow. Ist nicht zu beschreiben, außer wow. So, ihr Lieben, ich habe noch eine Tüte hier. Und ja, mein Tisch ist voll. Liebe Jutta, du hast echt Wahnsinn. Du hast echt, also, ich habe Herzklopfen. Weil ich habe noch ein Tütchen hier liegen und nehme euch kurz ein bisschen raus, hole aber gleichzeitig noch was ich dazu brauche. Ich decke jetzt mal hier zur Vorsicht ab, damit nichts schief geht. Und ja. Liebe Jutta, du bist wahnsinnig. Du bist verrückt, verrückt, verrückt. Aber danke, danke, danke. So, meine Lieben, ich habe hier noch 4 Gele, wieder mit diesen wunderschönen Stickern. Und die packe ich auch gleich mit euch aus und zeige sie euch natürlich, weil, ne, wir haben jetzt so schöne Sachen gesehen und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ja, meine liebe Jutta, was hast du mir hier eingepackt? Einmal Premium 73. Safari Gold, oh, Safari Gold, von Fingerspitzengefühl bei Nicole Weiß. Ja, Nicole hat super schöne Farben, echt. Dann haben wir hier von, Moment, Online hat Metallic, exklusiv Farbgel Metallic Golden Türkis, exklusiv Farbgel Metallic Golden Green. Und, was? Ja, Golden Pink. Oh, meine Güte. Oh. Ich hole euch schon nach. Ja, nicht drängeln. Moment. Ah, ich packe sie euch jetzt mal hierher und zeige sie euch. Auftragen tue ich sie jetzt nicht, das machen wir später. Aber ich zeige sie euch. Wir fangen an mit dem Golden Türkis von Online Hat. Guckt euch das an. Echt Türkis Gold. Eine wunderschöne Farbe mit goldenen Einlagerungen. Ich liebe ja solche aussagekräftigen Farben, wo so Farbenspiel mit dabei ist. Also echt klasse. Super. Ganz dickes, fettes Dankeschön.
Oh mein Gott, ich glaube, ich brauche schon wieder ein Taschentuch. Golden Türkis, ja. Das stelle ich mal kurz hierher. Dann machen wir weiter mit dem Golden Pink. Ja, ne? Wir schauen das Golden Pink an. Ebenfalls von online hat. Oh. Oh, ist das schön. Ach, ist das eine schöne Farbe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich mag es gar nicht aufmachen, aber ich zeige es euch trotzdem. Golden Green. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Das ist ja mal spitze. Ich habe ja schon so Goldschimmerfarben, aber keine kommen an den Ton hier ran. Echt nicht. Super, vielen, vielen Dank. Ja, jetzt bin ich auf das Safari Gold von der Firma Fingerspitzengefühl mehr als gespannt. Oh, weia. Safari Gold. Das Jenseits von Afrika. An diesen Film erinnert mich diese Farbe. An Wüste, an Sanddünen, an wenn man so schaut, wie das changiert, wie das sich im Licht verhält, an so Wanderdünen und oh, Wahnsinn, die Farbe ist echt der Brüller. Die ist echt der Hammer. Ja, ich muss schon wieder schniefen. Es tut mir leid. Geht einfach nicht anders. No. Schaut euch das an. Genial. Eine absolut geniale Farbe. Das ganze Paket, es ist, liebe Hutter, das ist, ich weiß nicht, ob ich lachen, weinen, heulen, schimpfen soll, keine Ahnung. Aber trotzdem muss ich meckern, du hast so viel Geld ausgegeben und das sollst du nicht. Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich so sentimental reagiere, aber es ist halt so. Ich freue mich wirklich riesig. Ich schicke dir 1000 Küsse, liebe Jutta. Dir, deinem Sohnemann, er hat nämlich wirklich schöne Aufkleber mit drauf gemacht. So dass ich auch ja nichts verpasse auszupacken. Und ich danke von Herzen für die super tolle Überraschung, die mir hier bereitet wurde von dir. Ich weiß den Wert zu schätzen. Echt. Auch wenn es mich echt berührt, aber so viel Geld ausgeben, das hätte es wirklich nicht gebraucht. Danke, danke, danke. Liebe Mädels, verzeiht mir meine Rührseligkeiten, aber für mich ist das einfach, auch wenn ich schon mehrere Sachen jetzt bekommen habe, jedes Paket, Päckchen, kleine Geschenk für sich war immer sehr, 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 sehr schön und hat mich im Herzen berührt. Es ist immer was Besonderes, wenn man von Menschen, lieben netten Menschen, die man eigentlich nur so über das Netz kennt, solche Geschenke bekommt. Und deshalb berührt es mich so sehr und ja, ich bin gerade fassungslos. Ich weiß schon, wo das Paket gekommen ist. Ich habe mich schon nicht getraut, das Paket aufzumachen. Aber ja, ich möchte euch an meiner riesigen Freude teilhaben lassen über so viele schöne Sachen, die ich bekommen habe. Und es ist einfach Wahnsinn. Echt. Aber trotz alledem, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier auf Battletour aus bin.
Es tut mir wirklich leid, sollte der Eindruck entstanden sein. Und ja, dir, liebe Jutta, kann ich nur noch mal sagen, du bist wahnsinnig. Du hast mir hier eine riesengroße Freude bereitet damit. Ich schreibe dir auch noch mal persönlich, aber ich glaube, ich muss mich erst mal sortieren. Ich weiß gerade nicht, wie ich mich dafür bedanken soll. Von daher mache ich es jetzt erstmal übers Video und dann, ja, persönlich und privat kommt dann noch. Meine Lieben, das war's zu dem Video von der lieben Jutta. Ein enorm großes und sehr, sehr schönes Geschenkpaket. Eine Weihnachtsüberraschung, anders kann ich es nicht bezeichnen. Ich hoffe, euch hat es trotz meiner Weinerei ein bisschen gefallen. Ihr schaltet das nächste Mal vielleicht wieder ein. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin.